Ihr könnt uns kaum verfehlen. Auf dem Stadtplan liegt es unten rechts. Dort, wo der Autobahnzubringer mit dem Güterbahnhof beinahe kollidiert. Ein Stückchen weiter liegt das Fitnesscenter. Ein Stückchen näher die U-Bahn-Station. Und gleich zur Hand das Einkaufszentrum, alles äußerst praktisch konzipiert. Ansonsten wohnen hier kaum Leute. Nur nebenan ein Malermeister samt Frau. Unten rechts der Malermeistersohn, der seine Kinder dauernd massakriert. Drüben links ein arbeitsloser Lehrer. Im Erdgeschoss ein Immobilienbüro. Schräg gegenüber der Besitzer von der Flaschnerei, der ständig prozessiert. Wir laden ein zum Balkon, Frühstück am Pfingstmontag. Im Gewerbegebiet Nürnberg Süd. Wo sie leere Laster klauen, wenn volle daneben stehen. Ja, ja, Balkon, Frühstück am Pfingstmontag. Im Gewerbegebiet Nürnberg Süd. Wenn du dich anstrengst, kannst du durch den Frankensmog ein bisschen Sonne sehen. Gegenüber, bei Nordmende, ist freitagsabends immer Fehlalarm. Wenn die Putzfrau leise niest und ein hochsensibler Sensor reagiert. Gegen sieben kommt dann meistens einer von der Bahnpolizei vorbei. Hört sich das Heulen an und geht dann wieder weg, weil das zu oft passiert. Aber spätestens um 0.30 Uhr sind dann auf einen Schlag 6 Streifenwagen da. Mit gezogenen MPs umzingeln Grüne die Fernsehdeponie. Dann geht man besser mal kurz runter und sagt den Jungs Bescheid. Sonst gibt's die ganze Nacht nicht Ruhe, von allein kapieren die das nie. Auf geht's zum Balkon, Frühstück am Pfingstmontag. Im Gewerbegebiet Nürnberg Süd. Der mit dem Presslufthammer hat heute wohl was anderes vor. Ja, ja, Balkon, Frühstück am Pfingstmontag. Im Gewerbegebiet Nürnberg Süd. Noch Milch, noch Zucker, weder noch. Wir sind ganz Ohr. Deutsche Jugend Schaumgummi-Squash. Ab und zu spielt auch die Who und das Ganze heißt Zeppelinfeld. Jeden Sommer entbieten Volksgenossen von der Tribüne ihren deutschen Gruß. Wenn die Busse kommen mit den Touristen aus Israel. In das Führerskongresshalle sitzt jetzt eine Schallplattenfirma und dazu ist dort das Polizeidepot für beschlagnahmte Autos zu sehen. Wenn ich richtig informiert bin, soll in diesem Polizeidepot der gesamte Wagenpark der Wehrsportgruppe Hoffmann stehen. Was gibt es Schöneres als Balkon, Frühstück am Pfingstmontag im Gewerbegebiet Nürnberg Süd? Und die Autos rauschen zum Kaffee, fast wie das Meer. Ja, ja, Balkon, Frühstück am Pfingstmontag im Gewerbegebiet Nürnberg Süd. Oh, die Wachhunde bellen, als käme irgendjemand her. Wenn ihr weg wollt, lasst euch raten, fahrt so früh es irgend geht. Wenn ihr zu lang zögert, merkt ihr auf der Autobahn, das war zu spät. Was mich stört in den letzten Wochen, wenn ich am Schreibtisch aus dem Fenster schaue, ist, dass am Güterbahnhof immer ein Transport mit Panzern steht.